Comics sind nicht zwangsläufig komisch. Und albern sind sie schon mal gar nicht. Wenn wir auf die Geschichte dieses Genres zurückblicken, dann gibt es durchaus auch düstere Phasen. Drogen, Bildungsnot, Rassismus, die soziale Realität hat immer eine Rolle gespielt. Dieses opulente Buch blickt jetzt zurück auf 75 Jahre Detective Comics. Echtes Krafttraining. Ich habe es nicht gewogen, aber es ist schwer. Ein fantastisches Schmökerwerk über Superman, Batman und seine Kollegen. Dem Bösen immer auf der Spur sind sie bis heute. Ein Erfolgsknaller, auch auf der Leinwand brechen die Superhelden Filmrekorde. Ein tolles, wenn auch kostspieliges Weihnachtsgeschenk. Und genauso wertvoll ist dieses Buch über Donald Duck und seine deutsche Übersetzerin. Zum Ende des Jahres hat sich Literaturkritiker Dennis Scheck gewünscht, über diese beiden Werke zu sprechen. Nicolette Feiler-Tull hat vorher hineingeblickt. Donald Duck, die Ente, ein Spießbürger, dauergeplagt von Geldnöten. Ein kleiner Held, der zeigt, man muss nicht immer gewinnen, um geliebt zu werden. Sein Entenvater war der US-Amerikaner Carl Barks. Seit 1951 spricht Donald Deutsch, bloß wie? Welch Ungemach. Die Kritik beschränkte sich immer darauf, dass gesagt wurde, das ist eine Peng-Bum-Sprache und es, der Text bestände aus abgerissenen Wortfetzen. Daraus konnte man schon sehen, dass das nie jemand gelesen hat. Das hat einer mal behauptet, die anderen haben das abgeschrieben. Dabei kann Donald Duck doch so herrlich Schiller zitieren. Oder Mephisto. Wenn auch nicht immer fehlerfrei. Ein Buch huldigt jetzt der großen Donald-Übersetzerin Erika Fuchs. Der Titel? Nur keine Sentimentalitäten. Gemäß dem Lieblingsspruch von Onkel Donald. Doch Comics sind Kindheiten und da muss man sentimental sein. Up in the sky. Look, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Für dieses 7-Kilo-Buch braucht der Leser Superkräfte. 720 Seiten zum 75. Geburtstag des amerikanischen Comicverlags DC. Erschaffen von DC-Comic-Autor Paul Levitz. Begonnen hat alles mit Superman, dem sauber rasierten Moralisten. Seinen ersten Auftritt hat er 1938 in diesem Heft. Für nur 10 Cent. Heute ist er 1 Million US-Dollar wert. Superhelden sind unbezahlbar, unbesiegbar. Auch unnachahmlich. Schon ein Jahr später kamen ganze Horden ähnlicher Heroen auf den Markt. Auch eine Frau, die Wonder Woman, reiht sich ein. Allen gemein, sie treiben es viel bunter als die Bösen. Batman dagegen, der dunkle Ritter. Sein posttraumatisches Stresssyndrom nach dem Mord an seinen Eltern treibt ihn an zur gnadenlosen Jagd auf Kriminelle. Ein gebrochener Held. Vielleicht ist deswegen seine Fangemeinde noch größer als die Supermans. Einige haben sehr absurde Superkräfte. Der hier hat einen grünen Ring. Den kann man bald auch im Kino sehen, in 3D. Verkörpert vom Sexiest Man Alive, Ryan Reynolds. Zur großen Verantwortung gesellt sich große Macht und Maßlosigkeit. Passt alles irgendwie zu überlebensgroß stilisierten Helden. Aber sind sie noch zeitgemäß? Wow, I know, right? Zugeschaltet ist uns jetzt der Literaturkritiker und Comic-Fan Dennis Scheck. Guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Schautmann. Donald Duck, Superman, Batman, diese Helden sind inzwischen ein Dreivierteljahrhundert alt. Wie sehr passen sie noch in unsere Zeit? Oh, die Frage nach der Aktualität der Comichelden, die stellt man im Grunde, seit es Comichelden gibt. Im Grunde sind sie ja schon ein bisschen älter. DC Comics ist jetzt mal gerade 3 Quartale alt, also 75 Jahre alt. Im Grunde gibt es ja Comics dann doch schon weit über 100 Jahre und Comichelden auch. Aber ich glaube, solange es ein Oben und ein Unten in der Gesellschaft gibt, solange es Katastrophen gibt und die Notwendigkeit von Superhelden, solange werden wir uns nach solchen Comichelden auch sehen, seien sie nun Donald Duck, wie ich gern sage, denn der Donald Duck ist ja die Figur von Karl Barks und der Donald Duck eben der, den Dr. Erika Fuchs geschaffen hat, indem er durch sie seine sprachliche deutsche Gestalt bekam. Also ich glaube, um die müssen wir uns keine Sorgen machen, die werden uns beide, wie ich glaube, überleben.
Über Donald Duck und die Bedeutung von Erika Fuchs reden wir gleich noch. Aber erstmal zu diesem dicken Jubiläumsband der DC Comics. Darin wird sehr anschaulich gezeigt, welche Entwicklungen diese Helden wie Superman und Batman durchgemacht haben. Wie sehr ist das auch Spiegel der Zeit, eben dieser 75 Jahre, also der Historie? Unbedingt, das gilt ja im Grunde für die gesamte Trivialliteratur, dass wir da nicht nur die eigenen Geschichten von Superman, Batman, Wonder Woman und wie sie alle heißen, lesen können und ihre charakterliche Entwicklung. Nein, nein, wir lesen unsere eigene Zeitgeschichte da natürlich immer mit. Das ist ja auch gerade das Vergnügen, wenn man zum Beispiel sieht, wie DC Comics auf den 11. September 2001 reagiert hat mit einem Buch, wo die besten Comic-Künstler der Welt quasi sich zusammengetan haben, dass der Erlös gespendet wurde. Und nochmal eine solche Reaktion war, wenn man das Heft sieht, 1989, Friede auf Erden, wo Clark Kent und seine Geliebte quasi über den Wolken schweben und nun das Ende des Kalten Krieges feiern, dann ist man fast ein bisschen zu Tränen gerührt. Insofern ist dieser Band, der wirklich was ganz Ungewöhnliches darstellt. Ich bin sonst überhaupt kein Freund von sogenannten Coffee Table Books, also von solchen Renommierschinken. Ist wirklich was Ungewöhnliches, denn das ist ein Buch, wo einem wirklich die Augen übergehen vor lauter Schaulust, dass einem, ich habe sowas an dieser Art von grafischer Opulenz selten gesehen, das sind ja auch aufklappbare Doppeltafeln drin, die einem wirklich eindrücklich vor Augen führen, welche unglaubliche Populärmythenmaschine dieser Verlag DC Comics war. Mhm. Dieses Buch hier ist ein bisschen kleiner, ist aber genau so ein Juwel für eben Comic-Fans. Es erzählt von Erika Fuchs, Sie haben es gerade schon gesagt, von ihrer Sprache, von Donald Duck. Was macht Erika Fuchs für den deutschen Comic so besonders? Naja, am Anfang des Deutschen als Literatursprache steht ja mit Luther ein Übersetzer mit seiner Bibelübersetzung. Und im Grunde ist die Erika Fuchs die Frau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die mehr als Martin Walser, Günter Grass und Christa Wolf zusammen unser Deutsch beeinflusst hat. Sie hat da beispielsweise den Erikativ in die Welt gesetzt, also dass wir stöhn, grübel, seufz und so weiter sagen. Sie hat das, was der große Karl Barks, man muss sich ja nur zwei Namen merken, Karl Marx für das 19. Jahrhundert, Karl Barks für das 20. Jahrhundert, was der Karl Barks mit seinen Entenhausener Geschichten an Plots erfunden hat. Sie hat diese Geschichten in das Stahlbad der deutschen Klassik getaucht und eine Sprache dafür gewählt, die deutlich geprägt war von Hölderlin, von Schiller. Wann immer Shakespeare zitiert wird, schreibt Ernst Horst, zitiert Erika Fuchs Schiller. Sie hat im Grunde eine Möglichkeit eröffnet, wie man als Kind schon und als kindlicher Leser einen Sprachkosmos betreten kann, der an Komplexität nichts zu wünschen übrig lässt. Sie selbst hat mal gesagt, man kann gar nicht gebildet genug sein, um Comics zu übersetzen. Wie sehr würden Sie bei den heutigen PISA-Ergebnissen Jugendlichen noch mehr empfehlen, wieder Comics zu lesen? Ach ja, es gab ja nun mehrere Generationen, die durch Asterix und Donald Duck, man darf in dem Zusammenhang auch die große Gudrun Pendorf nicht vergessen, die Asterix-Übersetzerin, geprägt wurden. Das sind wunderbare Einstiegsdrogen. Das ist dieses Buch von Ernst Horst, nur keine Sentimentalitäten, im Grunde ein wunderbares Buch über das Deutsche als Sprache. Es ist reich illustriert mit den schönsten Schaubildern, mit den schönsten Panels aus Erika Fuchs Übersetzungen. Er hat eine etwas eigentümliche Art und Weise, dieses Wissen aufzubereiten, indem er Entenhausen und die Literatur, Fauna und Flora in Entenhausen analysiert, auch die Rolle der Frau in Entenhausen beispielsweise, dann aber auch einen hinteren Teil bildet mit den schönsten Zitaten. Aber es ist im Grunde das, was man sich zu Weihnachten wünschen kann, wenn man sich wirklich mal auseinandersetzen möchte, was eigentlich Übersetzen bedeutet und was Comics für unsere literarische Sozialisation bedeuten.